Gesundheit braucht Verstand und heute wollen wir uns mal mit dem Kiefer beschäftigen. Denn wenn der verschoben ist und nicht so richtig passt, dann verschiebt sich ganz viel in unserem Gesicht, abgesehen davon, dass das Kauen natürlich beeinträchtigt ist. Also fangen wir mal an, was denn der Kiefer oder was den Kiefer dazu veranlasst, sich überhaupt schief zu stellen oder anders zu positionieren. Und dann, was hat das für Auswirkungen, wenn der Kiefer da nicht so richtig sitzt, wo er hin soll. Und wir schauen uns an, welche Ursachen es hat, dass der Kiefer also eine Position einnimmt, wo man manchmal meint, ja, da kommt er ja gar nicht so leicht wieder raus aus dieser Geschichte. Dann gibt es auch noch Therapien, die ausdrücklich darauf abgestellt sind, sogar die Position des Kiefers zu verändern. Ich denke da an Behandlungen mit Schienen gegen Schnarchen, wo der Unterkiefer bewusst vorverlagert wird, damit das Schnarchen aussetzen soll. Die Erklärung liefere ich gleich auch noch ein bisschen mit, aber da kann man auch noch mal ein schönes, ausführliches Video zu machen, warum das gut, schlecht oder vielleicht nicht so ganz ideal ist. Gut, und dann natürlich, wie kriegt man das hin? Wovon ist das abhängig? Wie geht man auf diese Abhängigkeiten ein, damit der Kiefer sich richtig positioniert und sich die ganze Kosmetik verändert, das ganze Gesicht wieder anders aussieht als vorher und natürlich die Funktionen, also die wichtigen Funktionen, die wir mit unserem Kiefer ausüben, richtig eingestellt werden. Okay, gucken wir uns mal hier unseren Kameraden an, der hier gut bebrillt ist. Die Brille nehme ich ihm mal ab. Und dann schauen wir uns mal den Kiefer an. Also dieser Unterkiefer ist zunächst mal ein bewegliches Teil. Ja, also könnt ihr nach rechts, links schieben, nach vorne, nach hinten. Ein bewegliches Teil und diese Bewegung kommt deswegen zustande, weil der mit Muskeln am Schädel festgemacht ist. Mit Muskeln. Aber nicht so festgemacht ist, dass er ihn nicht mehr bewegen kann. Nur bewegen kann er sich durchaus. Und zwar hat er hier noch das Kiefergelenk hier an den Seiten, da die Kiefergelenke. Der anderen Seite natürlich auch. So, und da bewegt er sich nun in diesen Positionen, seht ihr? Der Oberkiefer hingegen, der kann sich nicht bewegen. Der ist immer an der gleichen Stelle und da bleibt er auch. Aber der Weg wird im Wachstum zum Beispiel schon, also bei Kindern, wenn die wachsen, wird dieser Oberkiefer beeinflusst. Die Form wird beeinflusst, also wie er wächst, hoch, schmal oder breit, normal und. Ja, dieser Einfluss entsteht bereits in der frühen Kindheit. Nämlich dann, wenn ganz bestimmte Funktionen im Mund nicht so wirken, wie sie wirken müssen, dann fehlt der Wachstumsreiz auf den Kiefer, der ihm die richtige Form gibt. Ja, deswegen muss man bei kleinen Kindern schon darauf achten, dass ganz bestimmte Einflüsse auch so da sind, wie sie günstig für den Kiefer sind. Das muss man sich rechtzeitig angucken. Also könnte man sagen, diese Einflüsse, die unbedingt nötig sind, die muss man zu einer Zeit regulieren, beziehungsweise die Eltern oder wen auch immer und das Kind natürlich auch dahingehend informieren, dass genau das abgestellt wird, was das Wachstum negativ beeinflussen kann. Ja, also dieses Frühe wäre da extrem wichtig, denn ein Leben lang bleibt das bestehen, wenn die Fehlfunktionen, die das verursachen, auch bestehen. Ja, und die Voraussetzung ist, dass man Fehlfunktionen halt korrigiert. Gut, also, wenn der Kiefer jetzt verschoben ist, der kann nach rechts, nach links, nach vorne, nach hinten verschoben sein, sprechen wir von einer Kreuzbiss-Situation. Und jetzt soll man sagen, ja, wenn der schon mal verschoben ist, wie soll man den dann überhaupt wieder dahin kriegen, wo er hin soll und wie ist er überhaupt dahin gekommen? Jetzt hatten wir gerade schon die Funktionen erklärt, ja, also die Funktionen, die dafür sorgen, dass der Kiefer nicht so wächst, wie er wachsen soll. Die sorgen auch dafür, dass der Kiefer sich verschiebt. Das sind nämlich Funktionen im Mundinnenraum. Das ist schwerpunktmäßig eine Funktion, die koordiniert ist mit der Atmung, nämlich das Schlucken. Ja, und diese Schluckfunktion. Also wenn ihr mal schluckt, dann merkt ihr, aha, die Zunge ist da oben am Gaumen und da steht hinter der Zunge so ein Sog. Und dieser Sog ist eine Unterdruckbildung im Mundraum. Und die Unterdruckbildung sorgt dafür, dass immer so ein kleiner Zug auf dem Kiefer lastet. Ja, und wenn ich jetzt durch die Nase einatme, weil die Atmung richtig funktioniert, dazu brauchen wir nicht die Nasenatmung, dann habe ich quasi von hier oben so einen kleinen Druck und von unten den Sog auf den Kiefer. Denn das Dach des Kiefers ist in der Nase und der Boden ist quasi im Mundraum.
Also einmal der Nase zugewendet, einem Mundraum. Von oben der Atemzug, der drückt von oben auf den Kiefer und von unten wird es angesaugt. So, die Zentrierung des Kiefers findet tatsächlich auch über diese Funktionen statt, nämlich dann, wenn richtige Bewegungsabläufe beim Schlucken zum Beispiel im Mund sind. Denn vor dem Schlucken muss sich der Kiefer immer zentrieren, sonst würden wir uns ja auf die Zunge beißen. Ja? Deswegen beißen die Menschen gar nicht mehr da hinten auf den Backenzähnen auf, die eigentlich zum Kauen da sind. Ja, wenn wir Nahrung zerkauen, müssen wir mit den Backenzähnen schön zermahlen und hin und her. So, aber dann, wenn wir runterschlucken, muss der Kiefer immer zentriert sein, denn sonst würden wir uns auf die Zunge beißen, die nicht auf die Backenzähne aufbeißen können, was schon vom Frühjahr Kindheit an Probleme bestanden hat. Bei denen ist es so, dass die diese Bewegung kompensieren. Das heißt, sie machen die Schluckbewegung anders, als sie richtig ist. Dafür haben die kein Bewusstsein. Die wissen nicht, dass das falsch ist, denn die machen es von Kindheit an falsch. Das heißt, das Falsche ist zur Gewohnheit geworden. Und da spreche ich immer von einer Verschleißfunktion. Man kann das, man macht das, man tut es immer, jeden Tag, mehrfach essen, schlucken. Schlucken sowieso 24 Stunden lang, schlucken wir irgendwann mal Speichel runter, ja, nicht kontinuierlich, aber etwa 2000 Mal am Tag schlucken wir auf jeden Fall. Also wir können auf Schlucken nicht verzichten, ist eine Grundfunktion, so wie unsere Atmung auch, muss stattfinden, muss ständig stattfinden. Und das sorgt eigentlich dafür, dass dieser Bewegungsablauf, der sich jetzt nicht so einstellen kann, wie er sich einstellen müsste, aber von Kindheit an zur Routine geworden ist, dass das Falsche völlig unbemerkt bleibt. Deswegen kommt auch keiner drauf zu sagen, ja, du schluck falsch, deswegen ist mein Kiefer verrutscht oder deswegen habe ich ganz viele andere Erkrankungen, die damit einhergehen. Deswegen bin ich zum Beispiel Mundatmer, deswegen wird mein Ohr nicht richtig belüftet und all solche Sachen hängen ja damit zusammen. Aber auch der gesamte Stoffwechsel im Körper hängt damit zusammen. Man glaubt es kaum, aber es ist so. Erkläre ich jetzt nicht, aber ihr könnt es euch schon mal merken. Ja? Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Gut, also, wenn das nicht richtig funktioniert, gibt es diese Verschiebungen, die können nach allen Seiten sein. Jetzt meinen einige, wenn der Unterkiefer vorgeschoben ist, so, ist übrigens eine weit verbreitete Meinung, aber sieht so, wie ich jetzt hier eingestellt habe. Ich glaube, man sieht das ganz gut. Also, der Unterkiefer ist vorgeschoben. Da hat natürlich jeder den Eindruck, der Unterkiefer ist zu lang ausgebildet, der Knochen ist zu lang gewachsen. Ja, jetzt seht ihr aber schon hier bei diesem schönen Model, dass das gar nicht der Fall ist, sondern dass hier der Unterkiefer vorverlagert ist und sogar noch hier in der Pfanne des Kiefergelenks sitzen kann, obwohl er vorverlagert ist. Das liegt nämlich daran, dass der Unterkiefer, der sich ja bewegt und mit dem Schädel ja auch verbunden ist, allerdings über Muskeln, und diese Muskulatur, die hat ganz bestimmte Muskelzüge. Und da es vier Muskeln sind auf jeder Seite, hier oben, der heißt Temporalis, dann gibt es hier Masseter-Muskeln, die meiste Kraft auf die Zähne bringen können, so 80 Kilo ungefähr. Ja, und darunter liegen noch zwei Muskeln, die heißen Pterygoideumuskeln, also auf jeder Seite vier Muskeln. Und diese Muskeln, die müssen fein koordiniert sein und abgestimmt sein auf ihren Bewegungsablauf. Das heißt, sie helfen sich, die Bewegungen so einzustellen, wie es möglich ist in der Phase. Und wenn das alles korrekt ist, dann ist auch alles in Ordnung. Ist der Kiefer in der Mitte, also dann funktioniert das Kauen und so weiter. Also Sie können auf die Backenzähne aufbeißen, dann funktioniert das alles. Und zwar von Kindheit an schon. Aber wenn das verschoben ist, dann funktionieren die Muskelzüge nicht. Egal, ob das zur Seite ist, nach vorne ist, nach hinten nicht. Also die mit dem zu langen Knochen, das ist sehr unwahrscheinlich, dass der Knochen dann zu lang wächst, weil dieses Längenwachstum, dazu brauchte der Unterkiefer ja so einen Fixpunkt, denn wenn ich da irgendwie mit der Zunge vordrücken würde, den Unterkiefer, wird er nicht unbedingt länger, sondern wird nach vorne geschoben, aber dann wieder muskulär. Und jetzt macht man alles Mögliche, man korrigiert die Position des Kiefers mit Schienen, also man setzt Schienen auf die Zähne, die in irgendeine Position den Kiefer bewegen sollen, weil man davon ausgeht, aha, beim Aufbeißen wird dann der Kiefer dahin positioniert, wo er hin soll. Allerdings muss man eins wissen, wir beißen ja gar nicht auf. Ja, wir beißen
Normalerweise ruhen wir uns aus, wenn wir nichts tun mit unserem Mund. Also wenn wir nicht kauen, sprechen und aber keineswegs aufbeißen. Denn die Kaumuskeln sollen sich zwischendurch entspannen. Und das ganze System, dass es sich zentriert, das wird tatsächlich über Muskelfunktion der inneren Muskulatur im Mund ausgelöst. Also sind auf jeden Fall auch wieder Muskeln, an denen die Zunge maßgeblich beteiligt ist. Aber natürlich das ganze koordinierte Muskelsystem, was zur Zunge geht, vom Schädel aus, was von der Zunge ausgeht und vom Schädel ausgeht zum Zungenbein. Also das ist hier so ein Knochen, der ist so ein freischwebender Knochen, der kommt von oben Muskeln hin und da gehen wieder Knochen dann ab zur ersten Rippe, zur Schulter. Ja, also so eine schöne Verbindung, die unser Kopf nach unten hat, nach vorne unten hat und dafür sorgt, dass alles schön in der Mitte bleibt. Deswegen, da das ganz viele Muskeln sind, sind auch viele Muskeln verspannt. Wenn sich jeder Kiefer falsch bewegt, dann sind auch die Muskeln, die hier runtergehen, die ziehen auch nicht richtig. Das heißt, wir haben nicht mehr nur die Kaumuskeln, sondern wir haben auch die ober- und untere Zungenbeinmuskulatur, die beeinträchtigt ist. Und das ist sehr, sehr schwierig mit Schienen zu korrigieren. Das kann ich euch sagen. Also ist ja eine verbreitete Methode. Schienentherapie wird überall gemacht. Ein Guru toppt den anderen, jeder macht eine andere Schiene, haben auch tolle Namen, Michigan Schiene und was weiß ich, wo die sich dann überall ja, ihren Namen hergeholt haben, weiß man manchmal gar nicht. Manchmal haben die den Namen desjenigen, der drauf gekommen ist, die Schiene ausgerechnet so zu bauen und nicht anders. Und dann so tragende Namen wie Städtenamen aus Amerika. Also das gibt es alles, alles ist möglich. Frage ist nur, wenn etwas auf den Zähnen sitzt, wie kann sich dann der Kiefer dadurch bewegen? Denn die Zähne bewegen sich nun mal nicht. Und die Zähne haben auch keine Muskeln. Die können den Kiefer gar nicht beeinflussen. Also ist so ein bisschen problematisch, wo man mal drüber nachdenken muss, was passiert da eigentlich und wie gut tut mir das eigentlich. Wenn also die Muskeln den Kiefer so verziehen oder verstellen und für die Dysharmonie sorgen, also, dass ich schief da irgendwie bin, und die rennt dann sofort zum Schönheitschirurgen und sagt, operier das mal und mach mich wieder gerade. Na, ist das eine Katastrophe, weil natürlich kann man Muskeln kürzen, natürlich kann man Knochen auseinanderschneiden, neu zusammensetzen und. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass sich die Ursachen, die dafür gesorgt haben, dass es so geworden ist, verändern. Ja, die können sich durch eine Operation nicht verändern, weil die bleiben. Das heißt, wir haben eigentlich die Ursachen noch gelassen, haben operiert und jetzt wirken die Ursachen gegen die neue Form, die die Operation erzeugt hat. Also auch da gibt es wieder massive Probleme, gesundheitliche Probleme, die sich in ganz anderen Bereichen wieder auswirken, die gar nicht damit in Verbindung gebracht werden. Und eine Operation hat natürlich auch immer erhebliche Risiken und Erfolgsversprechen gibt es dabei auch nicht. Also da muss man sich schon darauf verlassen, dass man den Lottogewinn auch erwischt. Und ja, wenn man ihn nicht erwischt, dann hat man halt Nachteile, die so ohne weiteres gar nicht wieder gut zu machen sind. Jetzt der andere Effekt, natürlich wenn der Kiefer verschoben ist, da habe ich auch so eine Asymmetrie in meinem Gesicht. Also mein ganzes Gesicht ist ja verschoben. Ja, und es sieht dann auch nicht mehr so symmetrisch. Also wir schauen den Menschen ja immer ins Gesicht. Da hat man ja auch festgestellt, die Menschen wirken am schönsten, die beste Symmetrie im Gesicht haben. Also wir richten uns tatsächlich im Hinblick auf Schönheit, richten wir uns nach Symmetrie aus. Also wenn etwas symmetrisch ist, das wirkt immer schöner auf uns, als wenn es asymmetrisch ist. Ja, deswegen diese asymmetrischen Auslenkungen, die hat man nicht gerne, selber nicht. Und die anderen finden uns vielleicht nicht mehr ganz so schön, wenn das alles so asymmetrisch ist. Ja? Deswegen sind viele daran interessiert, bei einer Asymmetrie lieber wieder symmetrisch zu sein. Außerdem ist es natürlich ein wichtiger kosmetischer Aspekt, nicht nur deswegen, dass das Gesicht asymmetrisch ist, sondern es schiebt uns natürlich auch Falten in das Gesicht und auch asymmetrische Falten. Ja, es macht uns regelrecht Falten. Es ist eine ständige Kompensation, ständige Ausgleichsbewegung und es ist so eine zentrale Geschichte der Kosmetik auch, dass ein Gesicht zentriert ist und dazu muss ich Muskelfunktion trainieren. Ansonsten kann das gar nicht klappen. Ja, also das ist das, was ich heute weitgehend erklären wollte, so der Grundsatz. Da gibt es natürlich noch viel zu erzählen. Aber so den Kern, den habe ich, glaube ich, mal kurz zusammengefasst. Und wir sagen natürlich, du kannst es nur zentrieren, wenn du ein Übungsprogramm machst.
Und dafür haben wir die Face-Former-Therapie entwickelt. Nicht für die Zentrierung, sondern wir korrigieren mit dem Face-Former nichts anderes als Basisfunktion. Nämlich die elementarsten Funktionen, die der Mensch ausübt, im Zusammenhang mit Bewegungen, die er gleichzeitig fürs Überleben braucht. Nämlich die Atmung, das Schlucken, hatten wir ja vorhin schon angeführt, das Schlucken und natürlich die Balance des Kopfes. Wenn der Kopf verlagert ist, dann ist auch mein Kiefer verlagert, denn der unterliegt ja der Erdanziehungskraft. Also muss ich mir das Gesamtbild anschauen, was da eigentlich los ist und alle drei Funktionen korrigieren. Ja, und da gibt es auch so Methoden, die kommen auf die blöde Idee da vorne, was zwischen die Schneidezähne zu schieben und da drauf rumbeißen zu lassen, weil die sagen, da irgendwie der Biss korrigiert sich über Zusammenbeißen. Das ist natürlich eine Katastrophe. Das kann man gar nicht erklären, wie schlimm das ist. Die Leute zerstören sich damit unheimlich viel, weil die haben ja noch nicht mal mehr Kontakt mit den Backenzähnen, wenn sie ihre Beißübungen machen. Ja, was soll das denn hinführen? Ja, also ins Elend, kann man nur sagen. Gut, also ich will auch keine Methoden schlecht machen und so weiter, deswegen erwähne ich es gar nicht, welches ist. Aber wir machen es halt mit der Face-Former-Therapie, wo nichts in den Mund geht, wo aufgebissen werden kann, sondern wo der Mund quasi nur verriegelt wird über eine Membran. Das heißt, wir bilden Unterdruck im Mund. Das ist der entscheidende Faktor. Und das geht nur, wenn der Mund auch wirklich zu ist, nicht wenn da noch was zwischen den Zähnen durchgeht in den Mund, dann kann es nicht Unterdruck geben, weil der Mund ist ja auf. Ja? Also sind Probleme. Wir bleiben also im Mundvorhof, trainieren da mit einem Lippenkeil und so weiter. Und das soll dazu führen, dass sich die Muskulatur, in dem Fall hier, harmonisiert. Passiert natürlich eine ganze Ecke mehr. Ich habe ja verschiedene Videos auch dazu gemacht, weil die Grundfunktionen stabilisiert werden. Uns geht es also nicht, keineswegs, um einzelne Symptome, sondern geht es um Stabilisierung der Basisfunktion, der elementarsten Funktion des Menschen. Und genau die wollen wir korrigieren und keine anderen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte wieder liken, an Freunde und Bekannte weitergehen, unbedingt unseren Kanal abonnieren. Das ist so unsere Motivation, wenn wir sehen, wie viele Menschen dazu gucken. Also wir brauchen das eigentlich für unser Image, ja, damit wir auch so ein bisschen Rückmeldung kriegen, was wir eigentlich damit erreichen und wen wir damit erreichen. Das wollen wir natürlich. Ja, und schreibt einen Kommentar unter das Video. Wir gehen so schnell wie möglich drauf ein und drückt auf den Klingelknopf, dann werdet ihr immer erinnert, wenn ein neues Video kommt. Okay, dann sage ich wieder mal Tschüss für heute.